In diesem Video halte ich einen Umschlag hoch, stehe vor einem Problem, rutsche durch die Gegend, bin am Ende, esse gesund und zeige einen Camper. Hallo zusammen, Kai hier wieder von Travel Camping Living. Und ich denke, ihr wisst, was kommt. Genau, wir fahren los. Freitagabend auf 18 Uhr zugehend, das letzte Tageslicht und wir machen uns auf den Weg. Bevor es jetzt aber losgeht, nochmal kurz zurück zu dem Thema gefrierende Leitung, siehe mein voriges Video. Ich habe ja jetzt ein Thermometer verlegt, ein ganz simples mit Schnur. Der äußere Sensor liegt am Außenbereich des Frischwassertanks, zwischen Frischwassertank und der Bordwand sozusagen, so dass ich da jetzt immer ungefähr sehe, wie kalt ist es. Und jetzt gucken wir mal drauf. Wir haben an dieser Position derzeit 6,4 Grad. Das sollte dann eigentlich genug sein, um zu verhindern, dass da unten irgendwas einfriert. Ich werfe jetzt aber dennoch gleich die Dieselheizung an, denn ich fahre jetzt noch so circa eine Stunde mit Stau, vielleicht ein bisschen länger, ehe ich dort bin, wo ich hin will. Und bis dahin sind dann auch unten alle Rohre hoffentlich warm und funktionsfähig. Aber es war jetzt auch nicht mörderkalt heute, es hatte Plusgrade, auch die letzte Nacht nicht so kalt, sodass der Kasten nicht komplett durchgefroren ist von unten. Hier drin habe ich natürlich geheizt. Und wo wir von hier drin sprechen, gucken wir hier mal auf die Temperaturanzeige. Im Inneren 12 Grad. Passt. Jetzt werde ich Zottel noch kurz umparken, hoch Wasser füllen und dann geht's los. Wo wir heute hinfahren, ja, das ist so eine Sache, das weiß ich selber auch noch nicht so genau, weil den Ort, den ich mir angeschaut habe, ich weiß nicht, ob wir da wirklich hinkommen. Der liegt irgendwo im Kanton Glarus, schon ein bisschen abseits. Und ja, blöd ist, dass es halt schon dunkel ist nachher, ehe wir dort sind. Wir werden sehen, was passiert. Auf jeden Fall sind wir, also das Team Travel Camping Living, allein unterwegs. Es stößt niemand zu uns, wovon wir wüssten. Man weiß natürlich nie, da kommt ein Wolf oder ein Bär vorbei. Aber ansonsten verbringen wir dieses Wochenende von Freitagabend bis Sonntagnachmittag unter uns. Auch mal wieder ganz nett. Oh Mann, und jetzt schier vergessen, hab wieder einen kleinen Umschlag gekriegt. Den werde ich heute wahrscheinlich auch noch auspacken. Bin sehr gespannt. Kommt von Jeanette aus Hüneberg, Kanton Zug. Vielen Dank. Schnell noch ein paar Liter Wasser einfüllen, dass uns das reicht für ein-, zweimal Duschen und fürs Leben. Wasser läuft, Schlauch ist gelegt bis runter in den Keller. Das kennt ihr ja mittlerweile bei mir. Und auch bei Schnee funktioniert das zum Glück gut. Ich muss nur aufpassen, wenn das hier überläuft, das Wasser tropft dann wunderschön auf die Straße und es hat doch um die 0 Grad. Das könnte dann rutschig werden hier. Also bleibe ich jetzt hier mal nah dran und stelle ab, sobald es sifft. Ja, und wieder wollen wir mal los und der Zug kommt. Das passiert ja echt noch häufiger, denn ich glaube, der fährt hier alle halbe Stunde entlang. Davon lassen wir uns aber nicht aufhalten, denn geht schon weiter. Ist einer der schnelleren Bahnübergänge hier. Jetzt müssten wir eigentlich noch ein paar Liter tanken und dann sind wir eigentlich bereit, um uns in den Stau zu stellen. Denn in Richtung Chur ist jetzt doch ein bisschen mehr Verkehr. Es sind Winterferien hier in der Schweiz oder Sportferien, wie das hier heißt. Und da fahren viele in die Berge. Das war eine kurze Autobahnfahrt. Wir fahren ab Richtung Klausenpass in Richtung Glarus. Ins schöne Glanerland geht es. Davon sieht man zwar jetzt relativ wenig. Es ist halt doch schon dunkel, weil es nach 7 Uhr ist. Und jetzt wird es dann bald spannend. Jetzt geht es noch 20 Kilometer so Landstraße. Und dann in die Pampa. Und somit wird sich zeigen, ob wir da hinkommen, wo wir hin möchten. Nur wer hier noch was braucht, kann noch was kaufen. Wir brauchen nichts, haben unser Futter dabei für heute und morgen. Sonntag wird dann irgendwie überbrückt. Wetter übrigens, Tauwetter, 4 Grad hier. Auch das Wochenende wird nicht besonders kalt werden.
Schnee-Regen-Mischung irgendwie so. Samstag, Sonntag, alles ein bisschen unbeständig. Ein bisschen Sonne wahrscheinlich mit dabei. Also wir werden mal gucken, was wir da draus machen können. Immerhin werden wir uns nicht den Hintern abfrieren. Hier in der Ecke ist auch das schöne Klöntal. Da gibt es dann den schönen Pragelpass, der die Kantone Glarus und Schwyz verbindet. Der ist im Winter allerdings komplett geschlossen. Ist auch im Sommer am Wochenende zu. Unter der Woche befahrbar, allerdings über lange Strecken einspurig mit dem Motorrad. Kann man ihn nicht schnell fahren, aber führt schön durch Wald. Ich fahre ihn noch gerne, so eine Abendrunde dann. Pragelpass, Klausenpass, das macht noch Spaß. Hier fahren wir jetzt durch die Kantonshauptstadt Glarus. Hier geht es auch Richtung Elm und Linntal. Davon gucken wir uns vielleicht morgen noch das eine oder andere an, je nach Wetterlage und Sonneneinstrahlung. Falls ich die Drohne dabei haben sollte, böte sich der ein oder andere Drohnenflug an. Wenn ich sie nicht dabei habe, jo, dann muss der Co-Pilot auf den Baum steigen und von oben filmen. Wir sind kurz vor Schwanden und fahren hier jetzt mal links von der Hauptstraße ab. Und hoffen, dass wir A, die Navigation richtig eingegeben haben. Und B, die Straße befahrbar ist. Und C, wir ankommen irgendwie. Von der Hauptstraße abgebogen. Die Schneereste sind hier deutlich zu sehen. Fahren wir jetzt hoffentlich Richtung Mettmann. Da gibt es eine Gondelstation. Ist auch alles geschildert. Da fahren normalerweise auch öffentliche Busse hin. Auch im Winter. Ich weiß nur nicht, ob das alle funktioniert für uns. Wird spannend werden. Sieht hier schon recht verschneit aus. Das ist eine Ecke, da war ich selber auch noch nie. Ich habe das zufällig auf Google Maps gefunden. Das ist so ein Seitental zum Haupttal hier. Und es geht hier jetzt doch berghoch. Und wir werden mal gucken, ob Zottel das packt. Rutschig ist es auf jeden Fall. Aber wir haben ja Winterreifen. Ah, Scheiße. Bei schneebedeckter Straße braucht man Ketten. Ja, und ohne Ketten kommen wir da auch nicht hoch. Das ist schon absehbar. So, ich gehe mir das mal kurz zu Fuß angucken. Ich bin jetzt ca. 300 Meter hier den Berg hoch gelaufen. Nachdem erst Schnee mit Eisunterlage der Straßenzustand war, kam dann eine Strecke mit reinem Teer, sehr rutschig, weil nass, total gefroren. Noch ein Stück weiter gelaufen und hier stehe ich jetzt mehr oder weniger auf komplett Eis. Also das, was ihr jetzt hier das Dunkle seht, das ist nicht Teer, sondern das ist eine Zentimeter dicke Eisschicht drüber. Das hat heute getaut und ist jetzt wieder festgefroren. Ja, den ersten Teil, wenn hier Schnee wäre, könnte man sicherlich mit Ketten fahren. Aber auf diesem Belag ist mir das jetzt deutlich zu heikel, vor allem bei Dunkelheit und alleine. Weil wenn du hier jetzt hängst, selbst mit Ketten, wäre das wahrscheinlich extrem schwierig hochzukommen. Und das Risiko gehe ich nicht ein. Deswegen brechen wir diesen Trip ab. Also wir brechen nicht den Trip ab, aber wir brechen die Anfahrt zu diesem schönen Spot ab. Fahren hier dann wahrscheinlich mal im Frühjahr hin, wenn es nicht mehr ganz so eisig ist. Und überlegen jetzt mal, wo wir dann hinfahren. So, nachdem Plan A nichts war, brauchen wir jetzt Plan B. Aber erstmal müssen wir jetzt gucken, dass wir hier wieder wegkommen, denn Zottel steht leicht schräg am Berg. Wow, ich bin positiv überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass wir hier so ohne weiteres wieder wegkommen.
Ich hatte jetzt Traktion Plus an und ja, ohne einzucken oder durchdrehen mit Winterreifen hier, dem eisig schneigen Teil, gut weggekommen. Und falls ihr euch fragt, was jetzt der Plan ist, wir fahren das Tal weiter nach hinten durch, also das Glarner Land ganz bis zum Ende, bis ins Lindtal rein und schauen mal, ob wir da irgendwo einen Spot finden, wo wir pennen können. Und die gute Nachricht, ich habe die Drohne dabei. Dann fahren wir mal weiter. Und um ganz ehrlich zu sein, ich hatte nicht viel Hoffnung, dass der Platz funktioniert. Wollte aber zumindest mal schauen, wie es aussieht. Bin jetzt nicht überrascht, dass die Straße verschneit und vereist ist. Es ist immerhin Winter und wir sind in den Alpen. Mit sowas muss man immer rechnen. Deswegen immer einen Plan B, C, D dabei haben, weil weißt du nie, wo und wie hoch der Schnee liegt. Wir kommen dem Ende des Tals immer näher, sind jetzt noch 2 Kilometer. Zwar nicht wirklich ein Plan, wie es da hinten aussieht. Das war auch auf Google Maps etwas schwieriger zu sehen. Aber was mal klar ist, Schnee haben sie hier ohne Ende. Das sind bestimmt 1,50 Meter Schneehöhe. Der Wahnsinn. Strecke eigentlich ganz okay. Hier jetzt mal wieder ein bisschen eisig verschneit. Bisher war es aber Asphalt, aber jetzt geht das Ganze in Schnee über. Ich vermute aber, da kommt keine große Steigung, von daher macht uns das hier nichts aus. Jetzt dürfte es da gleich nicht mehr groß weitergehen. Da ist Endstation. Ich laufe mal kurz da vorne hin. Ich bin jetzt hier ein paar Meter geradeaus gelaufen über dieses kleine Brückchen drüber. Und jetzt habe ich hier eine kleine Parklücke, in die ich mich, glaube ich, reinstelle. Da bin ich wirklich am Ende des Tals und stehe nicht im Weg. Selbst wenn hier mal ein Auto vorbeikommt, macht das nichts. Ich werde mich da rückwärts reinparken und dann habe ich, glaube ich, einen richtig coolen Platz. Und wenn ich hier mal ein bisschen mich umgucke, landschaftlich, morgen werde ich die Augen machen, glaube ich. Und ich auch. Großer Grinsekeks im Gesicht, geiler Platz und jetzt werde ich mal reingehen und mich freuen über den coolen Platz. Nachdem die Suche nach dem Stellplatz erfolgreich abgeschlossen ist, stellt sich jetzt die Frage, was essen wir? Und da mache ich es mir heute halb einfach. Ich werde mir ein bisschen Hühnchenfleisch in der Pfanne machen und dazu einen Salat und das dann alles durcheinander mischen. Und das gibt's dann zum Abendessen. Den Salat kennt ihr schon mehr oder weniger. Das ist der Thunfischsalat, den ich schon mal gemacht habe, als ich nach Frankfurt gefahren bin. Heute gibt's den allerdings nicht mit Thunfisch, sondern mit Hühnchenfleisch. Dann starten wir mal den Kochprozess. Ich habe das Hühnchenfleisch schon mal rausgenommen in den Topf. Ein bisschen Gewürze dazu und Öl. Das Ganze wird jetzt noch ein bisschen vermengt und dann übers Feuer gehalten. Bevor ich jetzt aber das Fleisch anzünde, mache ich erstmal Gurke raspeln und schälen und den Salat soweit fertig, dass ich dann zum Schluss das Fleisch nur noch drüber werfen muss. Und wie schon beim letzten Mal, stinknormale Gurke, Eisbergsalat, läuft. Die Salatsauce habe ich soweit fertig. Einfach Balsamico, Salz, Pfeffer, bisschen Gemüse, Brühenpulver und jetzt kommt zum Schluss noch Öl rein. Bisschen Senf, der das Ganze bindet. Gurke ist geschält, jetzt kommt der Kollege noch dran. Und ich glaube, ich stelle jetzt mal das Chicken an. Das ist übrigens gar kein Hühnchenfleisch, das ist Truthahn. Aber ist ja eigentlich auch egal. Das Fleisch riecht auf jeden Fall schon mal wieder sehr lecker. Mit ein bisschen Curry, Fleischgewürz, Öl drüber. Super easy. Das wohlverdiente Abendessen ist angerichtet. Für einen Salat riecht das echt lecker. Wollte mal reingucken in die Schüssel, jetzt wo es fertig ist. Man kann es angucken. Und was meint ihr? Sieht doch eigentlich ganz lecker aus. Also, ich find's cool. Oh, der Geruch. Mm. Guten Appetit. Mm. Sehr gut. Mit auch was. Ist Salat, das ist nichts für dich.
Da ist kein Fleisch drin. Ja, höre jetzt mal ein bisschen mein Hörbuch weiter. Übrigens über meine kleine 4G-Dachantenne. Top Empfang. Im Kasten übers Handy gerade mal einen Miniaturbalken. Und über den Router volle 3. Macht schon einen Unterschied. Kasten sind unheimlich gut abgeschirmt. Bevor der gemütliche Teil des Abends beginnt, klemme ich mich jetzt mal noch an den Laptop und schneide ein paar Videos. Was heißt ein paar? Eins. Und danach, als Belohnung sozusagen, ist hier noch der Umschlag. Der muss ja auch noch geöffnet werden. Aber erst die Arbeit. Die Arbeit wäre erledigt. 4 Stunden Videobearbeitung abgeschlossen. Jetzt kommt das Vergnügen. Machen wir mal auf. Die Jeanette hatte mich angeschrieben, ob sie mir was schicken darf. Habe ich ihr meine Adresse in der Schweiz gegeben. Und einige Tage später kam der Umschlag. Und jetzt gucken wir mal, was da drin ist. Oh, ein handschriftlicher Brief. Und das sind einige Seiten mit Bildern. So cool. Jeanette, ich bin sprachlos. Herzlichen Dank für den langen Brief. Und ich hoffe, du bist mir nicht böse, wenn ich zumindest die Bilder von deinem Campingbus zeige, weil das ist einfach der Knaller. Mit so einem Fahrzeug war die liebe Jeanette unterwegs. Vor zig Jahren durch Europa getourt, auch sonst sehr viel gereist, in der Welt rumgekommen, Motorradfahren, Fahrradfahren und Campingbus. Der Wahnsinn. Ganz toller Brief, freut mich unheimlich, ganz vielen Dank. Und ich muss ja sagen, ich hatte schon länger eine Vermutung, nachdem ich das Paket hier gekriegt hatte, hatte ich so eine Ahnung irgendwie. Ich weiß auch nicht. Manchmal habe ich das. Nicht immer, aber manchmal. Und ich habe eine Vermutung gehabt, was da drin ist. Und es hat tatsächlich damit was zu tun. Ja, und genau das ist es. Ist ja geil. Ich habe ja den Omnia-Ofen und die liebe Jeanette hat mir jetzt ein passendes Kochbuch dazu geschickt. Ach Gott, das ist ja geil. Oh Mann. Genial. Ich war schon am Überlegen, ob ich mir noch eins zulegen soll oder nicht. Hatte es dann aber eigentlich verworfen, weil ich gedacht habe, ja, eigentlich geht's ja auch ohne. Einfach alles Zeug rein, backen und fertig. Dann hat mir witzigerweise neulich Jutta aus Deutschland geschrieben. Und die hat auch ein Omnia-Rezeptbuch, allerdings ein anderes, so wie mir das jetzt auf den ersten Blick scheint. Und hat mir das ein oder andere Rezept noch geschickt, worüber ich mich auch schon sehr gefreut habe. Aber das ist natürlich jetzt auch eine ganz coole Sache. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich enorm drüber und ich werde sicherlich einiges ausprobieren aus dem Buch. Werd's filmen, ihr werdet sehen. Ich weiß nur nicht, inwieweit ich da die Rezepte öffentlich machen darf, weil, ja, wie das da mit dem Copyright läuft und so weiter, weiß ich nicht. Also da werde ich lieber ein bisschen vorsichtig sein. Aber ihr werdet sehen, was ich esse und einen groben Anhaltspunkt werde ich geben, was drin ist natürlich. Ah, ganz geil. Krieg schon wieder Hunger, wenn ich das alles sehe. Helles Hefebrot, Grahambrot, dunkles Landbrot, glutenfrei, Schinkenkäsebrot, Schweineragout mit Oliven, Rindfleisch in Rotwein, Hähnchenkeule in Käse-Senfsoße, oh Mann, Bratwürste im Nudelbeet, Eiermuffins mit Käse, huiuiuiui. Ganz cool. Ganz, ganz vielen Dank. Unheimlich lieb. Freut mich tierisch. Dankeschön.
Und das war jetzt auch meine letzte Tat für heute. Es geht auf 2 Uhr zu und nachdem ich heute Morgen schon um 5 Uhr wach war und nicht mehr schlafen konnte, war es ein langer Tag und wir bewegen uns jetzt mal in die Richtung nach hinten. Co-Pilot und Friedrich hängen da auch schon ziemlich in den Seilen, auch für die wird es Zeit. So sagen wir jetzt gute Nacht und drückt die Daumen, dass wir morgen noch ein bisschen Sonne haben, dass wir morgens gleich die Drohne hochlassen können, weil die Scenery, die Aussicht hier um uns rum ist ziemlich, ziemlich cool. Wir stehen hier umrandet von hohen Bergen, Schnee, Bäume. Und wenn da schönes Wetter ist, dann gibt das richtig coole Aufnahmen. So, das war's von mir. Wir gehen pennen. Gute Nacht. Ja, und ihr wisst ja, wie das geht. Wenn es euch gefallen hat, liken, abonnieren, Glocke klicken, Webseite checken für GPS-Koordinaten, wo ich immer so stehe. Könnt gerne meinen Amazon-Partner-Link verwenden. Gibt es eine kleine Provision für uns. Freuen wir uns immer drüber. Instagram, Facebook empfehle ich euch, wenn ihr mal wissen wollt, wo wir gerade sind und aktuelle Bilder sehen wollt, kriegt ihr dort. Sonst noch was, Co-Pilot? Nö, sonst nichts. Ciao. Wir fahren das Teil, wir fahren Zottel. Das Fleisch riecht auf jeden Fall. Keinen geraden Satz kriege ich raus heute. Was ist los? Bevor der gemütliche Teil des Abends beginnt,